Das Filmkunstfest im Kapitol in Schwerin wird im nächsten Jahr zum ersten Mal vom 31. August bis zum 5. September stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der ursprüngliche Termin im Mai verschoben. Den Veranstaltern von Filmland MV zufolge kann das Festival erst zu diesem Zeitpunkt inhaltlich vorbereitet und durchgeführt werden. Zum 30. Jubiläum 2021 hofft die Geschäftsführung auf bessere Bedingungen und volle Kinosäle. Bereits in diesem Jahr musste die Kulturveranstaltung Corona-bedingt abgesagt werden und hat als Alternative ein Online-Angebot erstellt. Sowohl im Internet als auch in der Vergangenheit vor Ort erfreute sich das Filmkunstfest an großer Resonanz. Mit rund 18.000 Zuschauern gehört das jährliche Kulturfestival zu den größten in Ostdeutschland.